Weihnachten, ein Fest der Freude. Leider wird dabei zu wenig gelacht, sagte einst Jean-Paul Sartre. Aber nicht so bei den drei Nachtschwärmern vom Theaterchef Marco Polo. Zwar mögen Advents, Scheinheiligkeit, Konsumterror, Geschenkewahn, Kalorienexzesse, Familienkatastrophen, Kauf, Rausch und Jingle-Bells-Ekstase wohl so manchen zur Verzweiflung treiben, doch keine Panik. Die kampferprobte Einsatztruppe vom Theaterschiff will allen Jahresendgenervten auch in diesem Jahr über die schwere Zeit helfen. Und zwar in altbewährter Besetzung, als da wären Ulrike Nocker und Matthias Krizek Gesang, unterstützt von Oliver Vogt am Piano. Und das wieder unter der Regie von Knut Müller-Ehrecke, sowie die gesamte Crew der MS Marco Polo. Auf der vierstündigen Panoramafahrt erwartet die Gäste ein weihnachtliches Dreigangmenü, selbstredend klassisch mit Ente und quasi als Nachtisch der achte Weihnachtsstreich der Nachtschwärmer. Dabei dürfte es wie immer hoch hergehen, mit Humor so schwarz wie verbrannte Plätzchen und mit Musik, die von den Sitzen reißt. Von beinahe traditionell bis ganz speziell. Smoothie-Autor Ralf Rosenthal wird nicht nur wie immer für all die kulinarischen Genüsse verantwortlich sein, sondern auch wieder einen seiner legendären Gastauftritte haben. Ein echtes Spektakel also, für alle Weihnachtshasser und Weihnachtsliebhaber genauso geeignet wie für Firmen- und Belegschaftsfeiern, nur beinahe besinnlich. Die Premiere ist am kommenden Donnerstag, dem 24.11.2016. Gespielt wird bis zum 22. Dezember täglich außer sonntags. Abgelegt wird wie bei der Premiere entweder im Wissenschaftshafen am Sarajevo-Ufer oder zum Teil auch vom Wikingsteiger direkt an der Gaststätte Petriförder. Die jeweiligen Anlegestellen sind auf den Eintrittskarten vermerkt. Und jetzt haben wir noch einen kleinen Vorgucker auf das kommende Programm. Von der Premiere werden wir am kommenden Montag in MO3 im offenen Kanal natürlich auch berichten. Veronika, Advent ist da, die Sonne brennt wie's ganze Jahr. Bei Kaufland gibt's schon Osterzeug, wer jetzt schon kauft, hat schnell bereut. Veronika, bald ist soweit, die wunderschöne Weihnachtszeit. Der Niklaus ist geschafft, wir sammeln neue Kraft, Advent ist da wie fabelhaft. Geschenke kaufen wie im Rausch, bei Karstadt gehen die Schlipse aus, es ist zum Heulen. Bei 30 Grad am Glühweinstein bringt einen das und den Verstand eine Bratwurst schnell auf die Hand. Advent ist da, vor Freude wie im letzten Jahr. Verwandtschaft hat sich angesagt, uns hat man leider nicht gefragt. Ach du Veronika, drum lass uns gehen, die Weihnachtsinseln sind sehr schön. Silvester geht's nach Haus.